Meine Lieben, willkommen zu Basteln mit Dr. Erstling. Heute basteln wir einen kleinen Handyhalter. Natürlich haben viele schon einen Handyhalter, aber wir haben Technikunterricht, also müssen wir was basteln, ne? Also, wir gucken heute nach einer Klorolle und ihr braucht mal euer Handy zum Gucken, ob das passt. Maxi möchte gerne mitspielen, darf er aber nicht. Ich nehme als allererstes ein Papier. Heute nehme ich das schöne Blau. Und wisst ihr noch, wie das geht? Gucken, dass das ganz genau hier. Gucken, dass das ganz genau stimmt. Einen kleinen Strich machen. Umdrehen. Und dann so falten, dass der kleine Strich genau hier an der Kante ist und die zwei Linien ganz genau passen. Also, machen wir einen schönen Strich, richtig gut festdrücken. So, und ich nehme jetzt wieder die Schere. Maxi, du kannst mir nicht helfen heute. Das ist Technikunterricht. Du frisst alle Werkzeuge. Du kannst mir nicht helfen. So. Und wenn ich das ordentlich mache, habe ich genau zwei. Und eins davon passt ganz genau. Jetzt habe ich meinen Heißkleber hier wieder. Oder du nimmst einen ganz normalen Kleber. Bei diesem hier wäre das egal. Und jetzt rollen wir das, also müssen wir das mit Klebe streichen. Und dann rollen wir das einmal wirklich auf. Okay? Dann nehme ich jetzt einen kleinen Schwupps. Und der erste, der ist ganz wichtig, weil das muss ganz genau passen. Sonst rollt sich nachher die blaue Farbe wieder nicht gut auf. So. Und wenn du das hast, brauchst du gar nicht mehr viel Klebstoff. Nur noch mal ganz zum Schluss, damit es auch ganz zum Schluss gut hebt. So. Und jetzt muss ich ganz schnell schön aufrollen. Sonst klappt das wieder nicht. So. Das letzte ist das Schwierigste. Dass das nachher nicht hoch steht, muss ich gleich gucken, dass ich da nochmal schön Klebstoff mache. Wenn du einen normalen Flüssigkleber nimmst und es gar nicht hebt, dann kannst du hier auch einen Tesafilm hin tun und dann stellst du das nachher nach unten, dann sieht es nämlich keine Sau, okay? So, Vorteil, jetzt ist es richtig schön stabil, nicht mehr so wabbelig wie vorher. Ich muss kurz gucken. Der Nick hat eine Nachricht geschickt. Er hat eine Matheaufgabe fertig. So. Also, diesen Strich oder diese Kante, die kommt jetzt nach unten. Egal, ob du Tesafilm oder nicht genommen hast. Und dafür kommt das Handy ganz nach oben. So. Und da machst du jetzt mit dem Bleistift einen Strich, wie groß dein Handy ist. Okay? Ich habe das jetzt hier mal, natürlich musst du es ein bisschen größer machen, nicht viel größer. Wenn du es riesig machst, dann wackelt nachher dein Handy die ganze Zeit. Und wenn deine Freundin anruft und das Handy vibriert, dann fällt alles auseinander. Also, aber schon, es muss so in etwa aussehen. Und dafür ist das Messer ganz gut. Wenn nicht, wenn du kein Messer hast, bohrst du mit der Schere erstmal hier rein, dass du so ein Loch hast und schnippelst dann ganz vorsichtig. Was du nicht machen darfst, ist so hinlegen und dann drücken. Weil dann hast du nachher alles, guck mal, ich mach's einmal hier vor, wenn du das drückst, dann hast du nachher alles kaputt. Du hast zwar ein Loch drin, aber dein Handyalter sieht nachher aus wie frisch vom Laster überfahren. Okay? Also. Ich nehme jetzt ganz vorsichtig das Messer, ich halte es ein bisschen fest, jetzt aber nicht in den Finger reinschneiden. Und dann fahre ich ein paar Mal darüber,
Nicht aufs erste Mal gleich durchstechen. Das wird nicht klappen. Guck, jetzt bricht es nämlich ganz vorsichtig auf. Da müssen wir nachher nochmal gut kleben wahrscheinlich. Auf der anderen Seite so lange, bis es hier jetzt durchkommt. Ich merke, ich bin jetzt fast durch. Aber da müsst ihr ganz vorsichtig arbeiten. Wenn ihr da mit Gewalt arbeitet, dann habt ihr ein Massaker und kein Handyhalter, okay? So. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich schnibbel jetzt in die Mitte durch. Und jetzt kann man nämlich die nicht aufweiten hier. Weil unten die Klorolle, guckt mal, die ist am gemeinsten, die will nicht. So. Aber die hier an der Seite, die kann ich jetzt schon mal schön abschnibbeln. Ja auch. So. Und jetzt merke ich, ich habe vorgeschnibbelt mit dem Messer, dass ich jetzt den Rest ganz gut mit der Schere machen kann. Weil nämlich eigentlich schon fast alles geschnitten ist, Entschuldigung. Damit es leichter nachher geht, mache ich einfach in der Mitte einen Schnitt. Dann kann ich das nämlich so auffalten. Okay. Oder sogar nach unten biegen. Guckt mal, das ist ja ganz clever. Wenn ich es nach unten biege, muss ich es gar nicht abschneiden. Und dann gibt es nochmal ein bisschen Stabilität. So. Also. Jetzt sehe ich, dass es hier ein bisschen hoch geht und auf der anderen Seite, da muss ich jetzt noch ein bisschen Kleb reintun. Und dann vorsichtig kleben. Jetzt merke ich, dass es da überall so ist. So, also das ist ein bisschen tricky, so lange hier gucken. Was man auch machen könnte, wäre ganz vorsichtig hier einen Streifen Tesafilm hin und her zu kleben. Möchte ich aber gerade erst noch gar nicht. So, jetzt merke ich, dass ich ein Klebemassaker gemacht habe, muss kurz warten. So, aber ich finde, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Jetzt muss ich mal versuchen. Macht es bitte erst, wenn euer Kleb trocken ist, ja? Wenn ihr das jetzt reinsteht und ihr habt dann noch klebrigen Kleb, dann habt ihr nachher den Kleb auf eurem Display und dann kann ich euer Handy bezahlen. Nein, 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 nein. Also wirklich warten, bis das hier trocken ist, okay? Und dann erst weitermachen. So, bei mir ist jetzt gut, weil ich Heißkleber benutzt habe. Oh, was habe ich falsch gemacht? Ich habe nicht genug geschnitten. Dicke ist gut, aber an der Seite fehlt ein bisschen. Also heißt das, ich muss hier noch ein bisschen, aber nur ein paar Millimeter mehr schneiden. Hier drüben habe ich zu wenig geschnitten, ich sehe es. So, ein bisschen einschneiden. Oh, Herr Astling muss vorsichtig sein. Bin mal gespannt, ob meine Jungs, die so ein bisschen mit ordentlich arbeiten, ihre Schwierigkeiten haben, das heute hinbekommen. Nochmal versuchen. Ah, haarscharf. Es fehlt nicht mehr viel. Ich ahne, dass ich nachher Anrufe gekriegt von jemand. Ich hab's durchgeschnitten, Arschling, es ist kaputt gegangen. Was soll ich jetzt tun? Also. Ich muss mein Loch so lange erweitern. Das geht schwierig.
gut hin. So lange erweitern, bis mein Handyhalter hebt. Guckt, jetzt passt's rein. Und zwar so, dass es nicht arg wackeln kann. Okay? Gut. Schwierigste Aufgabe für heute gelöst. Ich kann mal die ganzen Schnipsel hier zusammenräumen und schmeiß die ins Altpapier oder in den Müll. Gut. Das hier gefällt mir noch nicht so, aber sieht man ja nachher nicht, weil das Handy drin steckt. Jetzt kommt natürlich Gentonis und schreibt mir auch eine Nachricht. So, jetzt muss ich überlegen, wo kommen die Nadeln unten hin, dass die genau passen. Okay? So, und vor allem, dass die genau an der gleichen Stelle sind. Jetzt machen wir also mal das hier so rein. Gentonis hat viel gearbeitet. Guckt, dass das ganz genau an der gleichen Stelle ist. Und dann stecken wir die einfach rein. Und wenn du das richtig machst, dann werden die nachher noch nicht mal dein Handy treffen. Das ist schon mal eine sehr clevere Version. So. Ha! Guck mal, so habe ich das jetzt gemacht. Vorteil, es wackelt nicht mehr. Und wenn ich jetzt mein Handy reinstecke, dann fällt es um. Warum? Weil ich es nicht ganz genau gemacht habe. Guck mal, ich muss das ein bisschen höher machen. Das heißt, diese Nadeln müssen etwas tiefer. Das müsst ihr eben dann rausfinden. So. Haha. Und jetzt habe ich es richtig gemacht. Und ich habe einen Handyhalter. Und als allererstes muss ich es richtig rum reinstecken, weil dann kann ich jetzt auch dem Gentonis antworten. So. Gentonis schickt mir 3 Bilder von seiner Deutschaufgabe. Nick schickt mir 1 Bild von seiner Deutschaufgabe. Also du darfst nicht zu fest drücken, es ist nicht ganz stabil hier. Aber es hebt. So. Jetzt möchte ich das noch ein bisschen schöner machen. So geht es jeden Morgen hier bei mir. Es piept und piept und piept und piept. So. Und weil das so schön ist, nehme ich jetzt noch einen Stift. Und schreibe hier hin, was könnte ich jetzt hier hinschreiben? Erstlings Handyhalter. Und jetzt male ich ein Handy drunter. Naja, sieht eher aus wie eine Schachtel. Ihr wisst, wie gut ich malen kann, aber ihr habt ja bei der Frau Pöhler Kunstunterricht, dann werdet ihr schon was Schönes finden. So. Der Gentonis hat mir geschrieben, dass er mir Deutsch geschickt hat. Als ob ich nicht wüsste, dass Deutsch Deutsch ist. Aber er hat mir Deutsch geschickt. So, was sagt ihr? Das war eine schnelle Technikstunde mit Dr. Ostling und wir haben einen Handyhalter gebastelt. Yeah! Fertig.